Amber zu und deshalb dachte ich mir, machen wir zusammen wieder ein kleines Clean-Up-Video, was tatsächlich auch bei uns wirklich dringend nötig ist, weil außer das, was halt so jeden Tag anfällt, haben wir tatsächlich jetzt schon die letzten 2 Wochen nicht sauber gemacht. Wir haben es halt einfach nicht geschafft und ich bin auch ganz ehrlich, ich bin echt kein Fan von Haushalt machen oder sauber machen generell. Deshalb dachte ich mir, damit wir alle gut in den neuen Monat starten, dachte ich mir, dass wir zusammen da durchgehen und alles sauber machen und wir uns gegenseitig motivieren. Ihr motiviert mich nämlich auf jeden Fall immer. Und dann würde ich sagen, geht's mal los. Also beginnen würde ich sagen, machen wir wieder mit dem Schlafzimmer und da auch als allererstes Betten abbeziehen und neu beziehen. Einfach damit man das alles schon mal in die Waschmaschine hauen kann. Und ich finde, wenn das Bett gebaut ist, ist es immer schon im Schlafzimmer so ein großer Punkt. Deshalb dachte ich mir, beginnen wir damit einfach mal. Und danach widmen wir uns dann dem Rest des Schlafzimmers. Und nach dem Schlafzimmer geht es dann auch schon in die Küche. Da will ich heute auf jeden Fall auch einen kleinen Deep Clean vom Geschirrspüler und auch von den Backblechen machen. Wir haben uns vorhin so Ofenkartoffeln gemacht und das Backblech sieht wirklich, wirklich übel aus. Und deshalb ist das auf jeden Fall auch heute auf der Liste. Und je nachdem, wie viel Zeit noch ist, würde ich tatsächlich, dadurch, dass mein Freund vermutlich das Wohnzimmer wieder übernehmen wird, werde ich noch das Bad machen oder und auch noch den Balkon, also einfach nur die Balkonmöbel, die wir haben, schön abwischen und sauber machen. Und ja, das ist jedenfalls das Programm für heute und schön organisiert auch in die nächste Woche und auch in den nächsten Monat zu starten. Als allererstes geht's ans Bett abziehen und dann würde ich sagen, let's go! Also das Bett ist jetzt abgezogen. Ihr wisst, was das heißt. Schnell zur Waschmaschine, das alles reinhauen. Und danach geht es dann hier weiter. Auf jeden Fall will ich heute auch so ein paar Putzhacks ausprobieren mit euch. Mal schauen, ob die auch wirklich so hilfreich sind oder nicht. Ich würde sagen, ich nehme euch da auf jeden Fall mit. Weil gerade was so Backblechreinigen angeht und Co. habe ich nämlich ein paar Sachen aus Social Media gesehen, die ich unbedingt ausprobieren möchte. Aber als allererstes geht es, wie gesagt, zur Waschmaschine. Das schnell in die Wäsche hauen. Vergesst nicht an dieser Stelle, mir einen Daumen hoch zu geben, wenn ihr mich unterstützen wollt oder wenn euch das Video auch gefällt. Und dieses Video wurde sich ja auch tatsächlich gewünscht. Wenn ihr andere Wünsche habt oder andere Sachen euch auf dem Herzen liegen, auf die ihr gerne eine Antwort von mir wollt, schreibt das super gerne unten in die Kommentare. Ich gehe darauf wirklich immer ein und eigentlich auch sehr, sehr zügig und zeitnah. Und wenn ihr irgendwelche anderen Videovorschläge habt, schreibt es auch gerne unten hin. Ich meine, so ist ja auch das Video hier wieder entstanden. Wenn ihr mehr Ref- und Lifestyle-Content sehen wollt von mir, dann folgt mir super gerne. Und um kein Video zu verpassen, vergesst nicht, dieses kleine Glöckchen anzumachen. Dann würde ich jetzt aber sagen, geht's tatsächlich zur Wäsche und wir drücken uns nicht weiter vor. Also, let's go! So, jetzt ist alles abgezogen und das Bett ist auch gebaut, wie ihr seht. Wenn dann nachher alles aus dem Trockner kommt, und dann werde ich es auch beziehen, aber als allererstes geht es der ganzen Unordnung hier im Umkreis an den Kragen. Weil ich bin ganz ehrlich, wir haben es wirklich, ja, ein bisschen versinken lassen. Insbesondere ich, dadurch, dass ich hier auf meinem Schreibtisch drin habe und der halt wirklich übel aussieht, müssen wir dem definitiv an den Kragen. Und dann würde ich sagen, geht's erstmal los mit der TV-Bank, weil die ist eigentlich relativ ordentlich und da hat man ja schon mal so kleine Erfolge. Und danach würde ich sagen, machen wir dann weiter mit den kleinen Schränken an den Bettseiten und danach widmen wir uns dem Horror, und zwar meinem Schreibtisch, bevor es dann in einen anderen Raum geht. Deshalb würde ich sagen, geht's mal los.
Schreibtisch endlich wieder schick und aufgeräumt und auch sauber. Und dann würde ich sagen, machen wir uns mal, bevor wir in den neuen Raum gehen, an meine Goals und an dem, was ich arbeiten möchte für nächsten Monat. Und ich dachte, vielleicht inspiriert das ja auch den einen oder anderen. Also was genau meine ich damit? Ich nehme mir dafür immer so ganz gerne irgendein farbiges Papier, was ich in meinen Kalender einordnen kann. Und das hefte ich mir dann auch immer am Anfang des Monats ein. Und dann schreibe ich da handschriftlich drauf, was für Ziele ich so erreichen möchte, beziehungsweise woran ich definitiv arbeiten möchte. Also zum Beispiel wird diesen Monat bei mir definitiv drauf sein, dass ich mir ein Fitnessstudio suche und mal wieder richtig mit Sport anfange, weil das habe ich halt einfach so extrem vernachlässigt und ich will da wirklich dran arbeiten. Ich nehme mir das schon seit einem neuen Jahr vor, aber bisher hat es immer noch nicht funktioniert und ich meine, die ersten 5 Monate sind jetzt auch schon rum, deshalb ist das definitiv auch bei mir auf der Liste. Dann möchte ich versuchen, regelmäßig, aber mindestens 5-mal die Woche auch auf meine 10.000 Schritte zu kommen. Ich möchte mir einen effektiven Lernplan machen fürs zweite Staatsexamen und möchte auch ab diesem Monat mindestens eine Probeklausur die Woche schreiben. Den ersten Schritt dafür habe ich auch schon gemacht, indem ich den Klausurenkurs gebucht habe. Aber buchen ist ja das eine und tatsächlich schreiben und ausformulieren ist ja auch nochmal eine andere Sache. Aber das möchte ich mir definitiv vornehmen. Das ist so ein kleiner Einblick von meinen Zielen und dann würde ich sagen, schreiben wir die auch gleich mal auf. Also da sind jetzt noch ein paar Ziele dazugekommen auch. Also ich will auch versuchen, wieder regelmäßiger einen besseren Rhythmus zu bekommen. Also zwischen 7 und 37 aufstehen, weil damit tue ich mich zurzeit wirklich schwer. Ich weiß auch nicht wieso. Aber daran möchte ich auf jeden Fall auch noch arbeiten. Und halt so ein paar private Ziele sind halt auch drauf. Und dann würde ich sagen, dann hefte ich das jetzt ein. Und dann würde ich sagen, esse ich noch meine Schüssel Müsli zu Ende. Und dann geht's auch schon weiter in die Küche. Ich kümmere mich da tatsächlich nur um den Geschirrspüler. Das habe ich mit meinem Freund gerade auch noch so abgesprochen. Weil er macht den Rest der Küche lieberweise sauber. Und dafür muss ich mich dann aber allerdings ums Bad kümmern. Und ja, kleiner Disclaimer, das sieht da ganz, ganz übel und furchtbar aus. Und da ist ordentlich was sauber zu machen. Außerdem wollte ich auch meine ganzen Pinsel mal sauber machen und die Gelegenheit nutzen. Und deshalb würde ich sagen, lasst uns keine Zeit verschwenden und let's go! Also das ist der aktuelle Stand von unserem Geschirrspüler. Der sieht jetzt nicht so schlimm aus. Aber wir haben trotzdem den Filter ausgebaut, wie ihr seht, und schieben den jetzt mit rein. Und machen noch eine halbe Zitrone rein, einfach für den Geruch, damit es alles auch schön sauber wird und auch nicht mehr so müffelt, sag ich mal. Und dann schalten wir immer aufs heißeste Programm und lassen das erstmal durchlaufen. Das machen wir tatsächlich relativ regelmäßig, also so einmal im Monat, und können wir echt empfehlen. Und dann ging es auch schon zu unserem Backblech. Wie ihr seht, sieht es ordentlich verdreckt und übel aus. Also das braucht definitiv ein Deep Clean. Und da habe ich auf TikTok gesehen, dass man Backpulver darauf verstreuen soll. Und zwar wirklich ausgiebig und ordentlich viel. Und danach sollte man eine Zitrone klein schneiden, also in so Streifen, sage ich mal. Und wie ihr seht, haben wir das dann auch gemacht. Und damit sollte dann das Backpulver auf dem Backblech verrieben werden. Und dann mit ein bisschen Wasser für circa eine Stunde bei um die 60 Grad sollte das dann einweichen und danach angeblich sollte man das komplett gut ablösen können, den ganzen Dreck. Aber ich bin ehrlich, ich war davon so überhaupt nicht begeistert. Also wirklich, wie man sieht, hier habe ich es jetzt schon rausgenommen aus dem Backofen. Es war gefühlt noch total dreckig und auch als ich das dann alles runtergemacht habe, sah es immer noch ganz schlimm aus, obwohl ich mir da wirklich die Seele aus dem Leib geschrubbt habe. Und deshalb dachte ich, nehme ich dann wieder meine altbewährte Methode. Da kam dann dieses Ergebnis auch zustande. Und zwar einfach, indem man großflächig mit Backofenspray, wir benutzen immer das hier, raussprüht und das dann halt auch so bei 30 Minuten bei unter 100 Grad halt in den Ofen packt, damit es schön reagieren kann. Und danach packen wir es dann immer nochmal in Geschirrspüler. Und dann wird es wirklich wieder sauber. Und ihr habt ja gesehen, wie es davor aussah. Also das ist schon wirklich ein tolles Resultat und wirklich wieder super sauber. Also meine Lieben, wie ihr seht, sind wir jetzt endlich im Badezimmer angekommen. Und das ist auch der letzte Raum, für den ich heute zuständig bin quasi. Weil mein Freund ist schon durch und macht jetzt gerade lieberweise zum einen das Unkraut, aber zum anderen kümmert er sich jetzt um die ganze Terrasse. Deshalb bleibt für uns nur noch das Badezimmer, was aber auch wirklich eine kleine mittelschwere Katastrophe ist. Deshalb würde ich sagen, lange Rede, kurzer Sinn, lasst uns beginnen, damit wir hier auch schnell fertig werden.
und es nicht mehr ganz so übel aussieht. Im Übrigen wurde ich mal gefragt, was ich immer so für Reinigungsmittel, um das Badezimmer sauber zu machen, benutze. Und deshalb dachte ich mir, kann ich das ja jetzt hier eigentlich ganz gut gleich mal einbauen. Das ist keine Werbung und ich bin mir auch nicht sicher, ob das jetzt das Idealste für alles ist. Weil, wie gesagt, Putzen ist eigentlich jetzt nicht so ganz mein Metier. Aber ich benutze auf jeden Fall für die Scheiben immer Sidolin streifenfrei. Dann bin ich eigentlich ein Fan von The Pink Stuff für alle Oberflächen, was jetzt so Waschmaschine, aber auch hier unsere Theken und so angeht, bin ich eigentlich ein Fan von. Und ja, für die Toilette, da benutzen wir zum einen immer so eine WC-Ente und zum anderen haue ich hier immer so einen WC-Tab rein. Allerdings muss ich sagen, ich weiß jetzt nicht, von wo der ist, aber der schäumt ganz cool und ich weiß nicht, irgendwie macht es das alles ein bisschen spaßiger. Dann hängen wir bei uns auch immer so einen WC-Stein rein und dadurch, dass wir sehr, sehr kalkhaltiges Wasser haben, finde ich das hier eigentlich wirklich ganz gut. Es entfernt Kalk auch tatsächlich. Und dadurch, dass wir wirklich extrem kalkhaltiges Wasser haben, brauchen wir da auch immer so ein bisschen was für das Waschbecken und auch für die anderen Armaturen. Und dafür benutzen wir immer das hier. Und damit bin ich auch tatsächlich eigentlich richtig happy. Das habe ich tatsächlich auch schon meiner Mama empfohlen, auch wenn die in Berlin wohnt. Aber die haben auch relativ kalkhaltiges Wasser. Nicht ganz so krass wie wir, aber ja, damit bin ich eigentlich ganz happy. Aber wie gesagt, logischerweise, wir sind hier ein ganz, ganz kleiner Kanal. Also es ist alles selbst gekauft. Das ist einfach jetzt nur meine Empfehlung an euch, weil ich das gefragt wurde. Und genau, dann würde ich trotzdem sagen, let's go. Und damit wir uns zum einen die Nägel nicht kaputt machen und zum anderen auch unsere Haut schonen, heißt es wieder, dass wir uns Handschuhe anziehen. Badezusätze und Haarshampoos und so abgewischt und dann werden sie auch wieder hingestellt und dann ist die Badewanne erstmal ready und es geht weiter in Richtung Waschbecken. Die Toilette habe ich euch jetzt mal erspart. Und das bedeutet, wir machen hier die Ablage mal sauber und beziehungsweise befreien sie eigentlich nur vom Staub. Und danach machen wir hier ein bisschen sauber die Waschmaschine, die wir halt auch immer als Ablage benutzen. Und deshalb, gerade weil ich mich hier auch immer schminke, sind hier halt schon einige Make-up-Flecken auch drauf. Deshalb geht es dem Dreck hier auch an den Kragen. Und währenddessen mache ich noch eine Wäsche an, die dann parallel durchlaufen kann. In der Zwischenzeit ist schon die Wäsche gewaschen und getrocknet, beziehungsweise bis auf die Seidenkissenbezüge, die habe ich aufgehängt und die brauchen auch noch ein bisschen. Aber den Rest können wir gleich zusammen endlich aufhängen und dann sind wir auch ready mit der Wohnung. Mein Freund ist auch schon gerade reingekommen und meinte auch schon, dass die Terrasse auch schon wieder top aussieht. Und das bedeutet, wir haben es wirklich gleich geschafft. Meine Lieben, jetzt ist es auch geschafft mit dem Badezimmer endlich und werde nach der Wäsche nochmal alle Handtücher in die Wäsche hauen und in den Trockner und danach lasse ich dann Rocky, also unseren Saugroboter, hier nochmal überall durch die Wohnung durchfahren und danach gehe ich dann auch nochmal durch die Ecken, weil das kriegt er immer nicht so gut hin, aber für das Grobe ist er echt super
und wirklich bei uns im Haushalt nicht mehr wegzudenken. Jedenfalls bedanke ich mich, dass ihr bis hierher geschaut habt. Ich werde jetzt gleich auch noch die Betten beziehen, ich euch auch noch mal mit, aber in Person verabschiede ich mich hier. Und dann würde ich sagen, können wir doch aufgeräumt und sauber und top organisiert in den neuen Monat starten. Und ich wünsche euch allen einen wundervollen Tag und ganz viel Motivation. Aber dann bleibt mir auch nichts anderes übrig, als mich hier von euch schon mal zu verabschieden. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bye!